Guten Tag, Daddylein. Erst trinke ich ein Bier, dann kannst du sagen, was du von mir willst. Daddy, eine Frage. Was hältst du davon, einer ehrwürdigen katholischen Schule ein wenig zu helfen? Zum Teufel damit. Eins weißt du wohl noch nicht. Du würdest von mir für eine kleine Spende einen ausgesprochenen Leckerbissen bekommen. Und du weißt wohl noch nicht, dass mein gutes Werk schon darin bestand, zwei Kisten von diesem Schokozeug zu verkaufen. Ja, ja, schon gut. Du hast mich überredet. Also, dann gib mir bitte einen. Was, nur einen? Du bist aber wirklich sehr großzügig. Treib es nicht zu weit. Na bitte, wer sagt's denn? Ich bin die cleverste Verkäuferin auf der ganzen Welt. Elisabeth, ich bin zu Hause. Daddylein! Wie wäre denn Daddylein, wenn du diesen Schokoriegel kaufst, dann würdest du schon... Halt, ganz ruhig. Das Einzige, was ich mir jetzt kaufen würde, wäre ein eiskaltes Bier. Bier ist gar nicht gut für dich, Daddy. Ach, Kinder zu haben auch nicht. Also, wo ist dieser Lümmel? Wo ist er? Sherry, nur weil er dir nichts abgekauft hat, ist Daddy doch noch lange kein Lümmel. Daddylein! Ich hab ihn zuerst gesehen. Ich fällig's da raus. Möchte eine von euch beiden vielleicht einen Schokoriegel kaufen? Nein! Für einen Mann in meinem Alter bin ich noch ganz schön schlagfertig. Ach, ist süß! Lass mich in Ruhe. Die ist wahnsinnig. Sherry, bist du verrückt geworden? Ja, und J.A. auch gleich. Sherry! Er hat angefangen. Und ich werde es auch zu Ende führen. Nein, J.A. Sherry, hört ihr nicht? Willst du nicht irgendetwas tun? Steh doch nicht so da. Elisabeth, erst wenn ich mein erstes Bier getrunken habe, bin ich offiziell zu Hause. Gefangen. Jetzt ist die Zwergenfrau in die Falle gegangen. Habe ich dich endlich. Ah. Volltreffer. Aber ich hab doch gar nichts. Gemacht. Au. If I can stay on the ball, take it minute by minute, I just might make the Hall of Fame. What can I say? I'm doing it the best I can. Leaning on nobody but me. Oh, seeing it from where I stand. Nothing comes easy. Oh, I'm always bringing home second places. Geschirr. Ich finde nicht, dass das Geschirr noch gut ist, mein Freund. Ich werde das alles wieder zusammenkleben. Na, das ist ja ein toller Plan. Es wird natürlich auch keiner die ganzen Risse und die vielen Klebestreifen sehen. Ich versuche doch nur, deinen Kopf zu retten. Wieso meinen Kopf? Schiebst du jetzt alles mir zu? Na, wer ist denn hier zuerst in die Geschirrkammer gerannt? Und wer hat mich dazu gezwungen? Und wer hat mich denn mit nassem Klopapier beworfen? Und wer hat mich denn mit Wasser begossen? Und wer tut immer so, als ob sie die Klügste von allen ist und wundert sich, dass sie von den anderen angespuckt wird? Und wer von uns hat denn hier den IQ einer Bügelfalte? Also was soll... Was? Also was soll denn dieser Blödsinn? Du solltest endlich kapieren, dass Mom und Dad dich umbringen werden, wenn sie sehen, was mit ihrem Geschirr los ist. Okay. Du bist vielleicht ein kleines bisschen klüger als ich, aber wir waren beide hier, als das Geschirr zu Bruch ging. Also werden sie uns auch alle beide umbringen. Oh ja, da hast du recht. Wir sollten uns jetzt was überlegen, aber ganz, ganz schnell. J.A., Sherry, wo seid ihr? Wir sind hier! Hör zu, nur weil du mein großer Bruder bist, würde ich mich trotzdem nicht davon abhalten lassen, dir den Hals zu brechen. Aber sie hat uns doch gerade gerufen. Ja, ich weiß, aber wir haben hier ein kleines Problem. Hast du das schon wieder vergessen? Ach ja. Wieso habe ich denn bloß nicht einen Bruder ohne Daumen bekommen? Was soll das bedeuten? Es hätte keinen Zweck, es dir zu erklären. Jetzt geh dein Sparschwein schlachten und dann treffen wir uns auf der Veranda, verstanden? Wieso denn? Weil unsere Mom mit dem guten Geschirr jeden Sonntag den Tisch deckt. Also haben wir 48 Stunden Zeit, um das Geschirr zu ersetzen.
Ist gut. Aber was war denn nun mit meinem Daumen? Also, nun reiß dich ein bisschen zusammen. Ah, da seid ihr. Gegangen ist nichts. Na, fein gut. In ein paar Minuten wird euch euer Vater in die Stadt fahren, damit ihr eure Schokoriegel verkaufen könnt. Großartig. Wir können heute nicht. Doch, wir können. JR, mit so einer Einstellung wirst du wahrscheinlich nie einen Riegel verkaufen. Ich dachte, wir sollen neues Geschirr besorgen. Ja, und auf diese Weise werden wir gleich in die Stadt gefahren. Ich bin wohl mal wieder ein bisschen zu schnell für dich, was? Ich glaube, wir werden unsere blöden Süßigkeiten nie los. Na, Mary, hast du nicht irgendwas Frommes beizutragen, um uns ein klein wenig aufzumuntern? Also, ich bin noch mal ganz in Ruhe alle vier Evangelien in meinem Kopf durchgegangen. Und nirgendwo steht, dass es Jesus' Wunsch war, dass junge Mädchen Süßigkeiten verkaufen. Nein, es gibt aber Schokolade, die Pastorenwonne heißt. Los, Mädchen, haut ab, das ist meine Ecke. Nein, da irren Sie sich, wir waren zuerst da. Soll es ein Witz sein? Ich arbeite schon seit 4 Jahren an dieser Ecke. Und wo sind Ihre Süßigkeiten? Hör zu, ich glaube, wir sollten wirklich gehen. Das ist Ihre Nein, Ecke. Es geht hier ums Prinzip und jetzt arbeiten wir hier. Es gibt doch wohl wirklich Wichtigeres als Prinzipien. Nein, also los, Conny, gehen wir los, schnell los, hauen wir ab, verschwinden wir hier. Okay, hier ist der Porzellanladen. Und nun musst du beten, dass die auch das Muster haben. Und überlass mir das Reden, ja? Ja, mach ich, Boss. Und fass auch nichts an. Hast du gehört, Jaya? Also, wenn du mir jetzt noch irgendeinen Befehl gibst, dann klebe ich dir eine. Kinder, bitte, hört auf mit dem Unsinn. Ihr macht mir sonst was kaputt. Das ist leider schon passiert. Haben Sie das Muster hier? Ja, das ist das beliebteste von unseren preiswerten Angeboten. Das ist ja irre. Ist das nicht toll, Jaya? Ich überlasse dir das Reden, Chefin. Und was genau braucht ihr davon? 12 Teller brauchen wir und von den Salattellern 5 und dann noch 6 Kaffeetassen. Eine eigenartige Zusammenstellung. Wir sind doch eine eigenartige Familie. Sehen Sie sich mal meinen Bruder an. Wenn ihr Geld habt, werde ich mich wohl mit euch beiden abfinden müssen. Los, gib mir das Geld. Du hast mich getreten. Ich trete dich noch mal, wenn du jetzt nicht sofort die Piepen rausrückst. Also alles inklusive macht es 1,85. Bezahl bitte die Frau. Hier sind 2 Dollar. Der Rest ist für Sie. Raus mit euch! Ich konnte doch nicht wissen, dass Sie 185 Dollar meinen. Und was machen wir nun, Chefin? Halt die Klappe, J.A. Ich denke gerade nach. Gut, du hast bestimmt eine super Idee. Leider haben uns deine Pläne bisher nur Chaos gebracht. Noch 5 Sekunden und ich werde dich mit diesem Chaos ganz allein lassen. Dann sag ich Mom und Dad, dass ich noch nicht mal in deiner Nähe war. Dann steht mein Wort gegen deins. Was denkst du, wem sie mehr glauben werden, du Superman, hä? Ach, das ist ja wirklich reizend. Auch die lieben Kleinen helfen dem St. Augustin. Das ist nett. Shh, sie denkt gerade nach. Ja, also ich werde einen nehmen. Wovon denn? Von den Schokoriegeln. Ach so. Ja, wisst ihr, ich bin zwar nicht katholisch, aber ich finde es gut, wenn der Geist junger Menschen wachgerüttelt wird, damit sie einen Blick für die Umwelt kriegen. Tag für Tag ein Vergnügen. Ich bekomme 1 Dollar. Nur 1 Dollar? Nein, mein Junge, das ist doch viel zu wenig. Du solltest wirklich mehr als 1 verlangen. Hier hast du 2. Danke. Nehmen Sie ruhig noch einen Schokoriegel mit. Hallo! Die Frau hat doch gesagt, dass wir die Dinger für zu wenig Geld verkaufen, richtig, Jaya? Keine Ahnung. Und sie hat dir 2 Dollar gegeben für nur einen blöden Riegel. Ja? Und? Hör auf, so viele dusselige Fragen zu stellen und bereite dich darauf vor, eine Menge Mäuse zu verdienen, kapiert? Cause I'm learning the rules of the game. If I can stay on the ball, take it minute by minute, I'll just not make the Hall of Fame. What can I say? I'm doing it the best I can. Leaning on nobody but me. Oh, seeing it from where I stand.
Graham. Das werde ich dir bestimmt nie verzeihen. Wir waren mitten in der Predigt von Father Hargis und dass du da Bu gerufen hast, fand ich wirklich völlig unpassend. Komm schon, Elizabeth. Es steht nicht in der Bibel, dass Jesus mal sagte, verkauft möglichst viele Schokoriegel. Marie, was sagst du dazu? Gesagt hat er das? Nicht, aber Father Hargis sammelt für einen guten Zweck und er ist Priester. Also dann darf er auch lügen. Wie zum Teufel sollen wir diese vielen Schokoriegel loswerden, wenn er uns schon vorher die Kunden wegschnappt? Genau. Wenn das so weitergeht, richten wir uns an die Protestanten. Ja, wir dürfen an die Protestanten Süßigkeiten verkaufen, aber heiraten dürfen wir sie nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Was willst du denn nun schon wieder von mir? Also, du hast noch 4 Stunden Zeit. Wofür denn? Wofür? Wohl, um neues Geschirr zu kaufen. Und wieso muss ich das kaufen? Na gut, ich werde es besorgen. Und du hältst hier die Stellung und lässt dir was einfallen, wenn einer auf die dumme Idee kommt, den Tisch mit dem kaputten Geschirr zu decken. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich gehe. Genau. Und beeil dich ein bisschen, ja? Was soll aus dem Jungen nur werden, wenn ich eines Tages mal nicht mehr bin? Möglicherweise hat er sich verirrt. Hey, Mom, wann essen wir denn endlich? Wir sind am Verhungern. Wozu diese Hektik? Es ist jetzt 4 Uhr. Cindy, du solltest mal ein paar Mahlzeiten auslassen. Nein, nein, halt, halt. Hör doch nicht auf sie. Manche Kinder haben es noch nicht mal verdient, von uns verhauen zu werden. Wann gibt es Essen? In ein paar Stunden. Wenn wir Glück haben. Sherry? Ah! Du solltest lieber keine Schokoriegel verkaufen, du arbeitest zu viel. Mom, ich bin gar nicht hungrig. Wir können heute gern ganz spät essen, das wäre gar nicht schlimm. Da sind deine Schwestern aber ganz anderer Meinung. Sie möchten nämlich gleich essen. Die blöden Ziegen. Ich meine, wäre es nicht mal richtig toll, sich einen ganz faulen Nachmittag zu machen, ohne Kochen und Tischdecken und die ganze Arbeit? Gut, das hätte ich ja beinahe vergessen. Graham, du bist heute dran. Bitte deck den Tisch. Bist du froh, dass ich wieder da bin? Wieso hast du so lange gebraucht? Na, ich war noch in der Videothek, obwohl ich nicht weiß, ob dich das was angeht. Au! Na gut, geh los, lauf los! Au, du tust mir weh! Dann ist ja gut, ich dachte schon, ich wäre zusammen. Au. Schnell! So. Hast du alles bekommen? Ja. Du wirst staunen. Du hast doch immer gesagt, dass ich blöd bin. Gleich werden dir deine Worte noch leid tun. Los, Mensch, beeil dich. Gleich will Eddie den Tisch decken, das weißt du doch. Nicht so langsam. Ja, was sagst du dazu? Das ist nicht das richtige Muster. Ja, das sehe ich auch. Ich dachte, dass wir so viel Geld verdient haben, dass wir uns was Besseres leisten können. Also, das kann ich einfach nicht fassen. Ach so, und das wirst du wohl auch nicht fassen können. Die Soßenschüssel habe ich umsonst gekriegt. Du riesiger Idiot, du riesiger. Was ist gegen die Soßenschüssel einzuwenden? Hör zu, wann wirst du das endlich kapieren? Wir wollten das Geschirr ersetzen, das kaputt gegangen ist. Das, was du gekauft hast, passt doch gar nicht dazu. Ich glaube, du kapierst nicht. Ich habe ein ganzes Service gekauft. Es ist doch egal, wie das andere aussieht. Denkst du vielleicht, dass Mom nicht ihr eigenes Geschirr kennt, das sie schon seit über 17 Jahren hat? Ach so. Soll ich dir mal was sagen? Du bist noch viel blöder, als ich jemals gedacht habe, mein Junge. Was? Ich bin blöd? Wer hat mir denn zugetraut, das Geschirr zu kaufen, hä? Jetzt denk nach, wer hier der Blöde ist. Du musst das Geschirr wieder zurückbringen, und zwar sofort. Das kann ich nicht. Und wieso nicht? Weil das Geschirr aus dem Schlussverkauf ist. Weil ich Idiot Geld sparen wollte. Elizabeth, wann gibt's Essen? So behandelst du deinen hungrigen Mann? Und was hast du gemacht da draußen, hä? Ich hab den Hund ein bisschen geschlagen. Aber jetzt bin ich fertig. Was? Nein, ich hab mit Conny Handball gespielt, weißt du? Also manchmal bist du wie ein kleiner Junge. Wenn du den Tisch decken sollst, verschwindest du einfach.
Das ist doch klug von mir. Hallo, Dad. Bis dann, Dad. Wo sich meine Kinder nur überall aufhalten. Ach, herrje. Das alte Geschirr ist noch in sehr gutem Zustand. Ich gehe auch gut damit um. Oh, Graham, das hast du wundervoll gemacht. Wirklich ganz wundervoll. Wieso? Ich decke den Tisch doch nicht das erste Mal. Nein, Schätzchen, du weißt schon, was ich meine. Dieses Muster finde ich bezaubernd. Weißt du, ich habe das Geschirr nur hingestellt. Entworfen hat's ein anderer. Schätzchen, was soll dieses dumme Theater? Naja. Graham, es ist schon viele Jahre her. Ich finde es wundervoll, dass du mal wieder an unseren Hochzeitstag gedacht hast. Oh, ja, ja, richtig. Der alte Coach vergisst nie etwas, das weißt du doch. Ja, ich gehe schon. Oh, eine Soßenschüssel ist auch dabei. Wie schön. Ja. Vater Hage. Sie sind da. Gut, dann kommen Sie, Vater Bud. Coach, Mrs. Lubbock. Vater? Kommen Sie doch rein. Graham, weißt du, was los ist? Keine Ahnung, zwei Priester, das bedeutet nichts Gutes. Also, wo sind denn die Kinder? Wendy, Cindy, ihr sollt runterkommen, und zwar sofort. Nein, ich meinte, G.A., wie war der Name? Na, Muppet. Hm? So haben Sie sie doch vorhin genannt. Ach, Sie meinen Sherry? Ja, die kleine, liebe Sherry. Oh, Faser, was hat sie denn angestellt? Soll das etwa heißen, dass Sie das nicht wissen? Keine Ahnung. Oh. Sherry! Gia! Los, Kinder, runter! Hast du uns gerufen, Daddy? Seid ihr Sherry und Gia? Hm. Faser Hages. Faser Bud. Da sind sie ja, meine süßen kleinen Ganoven. Sie können wirklich sehr stolz auf Sie sein. Die beiden sind ja wirklich sehr erfolgreiche Verkäufer, nicht wahr? Ihr zwei, ihr habt mehr von diesen verdammten Schokoriegeln verkauft als irgendein anderer in dieser gottverlassenen Schule. Ach, tatsächlich? Ja, bei Gott, das schwöre ich. Oh, Kinder, das ist ja wundervoll. Ja, und noch dazu an unserem Hochzeitstag. Ja, ihr habt die Dinger verkauft, ohne ein Bibelzitat zu bemühen. So, gelobt seien die erfolgreichen Verkäufer. Hören Sie, Sie sind nur hier, um zu fotografieren. Ja, alles klar. Aber wieso denn? Faser, Sie wollen die Kinder fotografieren? Ja, natürlich. Für unsere Zeitung brauchen wir Fotos. Also das ist wirklich der schönste Hochzeitstag, den wir je hatten. Augenblick, ich habe eine Idee. Du solltest lieber nichts sagen, Gia. Doch, das ist gut. Was halten Sie davon, wenn wir uns die Kartons umhängen würden, hä? Gut, das ist ein ganz cleverer. In einem Jahr macht er meinen Job. Können wir loslegen? Faser, ich würde Ihnen gern zeigen, was mir mein zauberhafter kleiner Ehemann zum Hochzeitstag geschenkt hat. Ja, das würde ich auch gern sehen. Wie du es ihm zeigst, meinst du? Hier. Oh. Das habe ich dir geschenkt. Wir sind soweit. Schießen Sie das verdammte Foto, Faser Hages. Ja, ist gut. Also passt auf, wir machen das so. J.A., du bleibst hier auf der linken Seite und ich werde Sherrys rechte Hand schütteln, ja. Warte mal, einen Augenblick. Was ist denn das? Was soll was sein? Du bist sehr clever, J.A. Augenblick mal, diese Schokoriegel werden doch für $1 pro Stück verkauft. Also was soll das? Dann habt ihr also $5 für einen Riegel verlangt? Aber erst gegen Ende. Du bist wirklich sehr clever, J.A. Und die Gewinne habt ihr beide wohl eingestrichen. Was, ihr zwei kleinen Kanuten? Ich sollte euch wirklich gleich hin. Also, das Foto wird euch gefallen. Gehen Sie und den Fotoapparat nehmen Sie mit. Soll ich das Foto gleich entwickeln lassen? Raus hier! Alles klar.
Ist das nun wahr oder nicht? Habt ihr die Schokoladenriegel für $5 verkauft und den Rest für euch behalten? Also, du kennst mich doch. Hältst du mich für so klug, dass ich mir sowas einfallen lasse? Hör auf! Wir wollten doch nur das Geschirr nachkaufen, das Shea kaputt gemacht hat. Also, das Geschirr? Also, dann hast du ja doch unseren Hochzeitstag vergessen. Nein, Schätzchen. Tja, wie könnte ich denn? Der heutige Tag hat sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Der heutige Tag? Der Hochzeitstag ist morgen. Halt, halt, halt. Nicht doch. Wir dürfen in unserer Aufregung auf keinen Fall vergessen, worum es hier eigentlich geht. Ich möchte bitte noch mal zusammenfassen. Die Leute haben also wirklich $5 für diese miesen Schokoladenriegel bezahlt? Vater, die Kinder haben Gewinn gemacht und das Geld einfach für sich behalten. Ja, ja, natürlich, das weiß ich doch. Und das ist ein wirklich sehr, sehr ernsthaftes Vergehen. Hätten die Leute auch mehr dafür bezahlt? $6? Tja, also, das ist doch gar nicht wichtig, oder? Ja, das ist richtig. Das ist völlig richtig. Das war ein wirklich großer Fehler. Ja. Und ihr beide habt einen großen Fehler gemacht. Und ich bin sicher, dass eure Eltern eine geeignete Strafe für euch finden werden. 5 Mäuse. Hier. Der geht auf meine Rechnung. Sherry, ich wollte... Halt die Klappe. Das rate ich dir. Halt die Klappe. Denn jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, passiert mit Sicherheit etwas Furchtbares. Das ist nicht wahr. Halt die Klappe.